Tja, dieser Text ist nun wirklich voller Fehler. Word zeigt mit diesen Wellenlinien unter den Wörtern an, dass hier möglicherweise ein Rechtschreibfehler vorliegt. Muss nicht immer so sein. Nun gilt es also, diese Fehler zu korrigieren. Du platzierst den Cursor an die Stelle, wo etwas ersetzt werden soll oder ergänzt. In diesem Fall braucht es ein zweites L. Ich tippe also zwischen L und E und tippe nun ein L hinein. Hier Fehler schreibt man mit H, das heißt, ich lösche mit der Rückschritttaste dieses E und schreibe stattdessen ein H hinein. Manchmal muss man auch mehrere Zeichen miteinander löschen. Da kannst du mit der gedrückten Maustaste alle diese Zeichen überfahren und jetzt mit der Löschtaste auf einmal löschen. Manchmal bist du vielleicht auch gar nicht sicher, wie man es wirklich schreibt. Dann kannst du ein Wort markieren mit einem Doppelklick oder indem du es überfährst. Und mit einem Rechtsklick werden dir Vorschläge gemacht, wie das Wort möglicherweise richtig geschrieben ist. In diesem Fall natürlich Schriftsteller. Hier unten machen wir das Gleiche nochmals. Manchmal, das hast du sicher schon oft gehört bei den Aufsätzen, wiederholen sich die Wörter und das ist nicht wirklich elegant. Da steht dann beim Aufsatz Wortwiederholung. Word kann dir dabei helfen. Wiederum mit einem Rechtsklick siehst du hier unten Synonyme und da werden dir mögliche Alternativen für dieses Wort angegeben, zum Beispiel Autor. Übrigens, das ist jetzt nur eine kleine Auswahl. Unter Überprüfen, hier unter Rechtschreibung, ich habe jetzt ein bisschen wenig Platz, deshalb wird es untereinander angezeigt, habe ich den Thesaurus und da hast du noch deutlich mehr Alternativen für dieses Wort. Das mache ich jetzt aber wieder rückgängig, denn in der Lösung steht ja nochmals dasselbe, also nochmals Schriftsteller. Rückgängig kannst du es machen, indem du diesen Pfeil drückst oder du siehst auch Steuerung Z. In diesem Beispiel sieht man aber auch gut, die Grenzen der Rechtschreibeprüfung ist da natürlich falsch geschrieben. Das würde allenfalls stimmen, wenn es ums Essen ginge. Dieses Wort ist aber so im Wörterbuch vorhanden. Word überprüft nicht den Sinn eines Satzes, sondern schaut nur nach, gibt es dieses Wort im Wörterbuch. Das heißt, du musst also immer noch sattelfest sein in der Rechtschreibung. Wird ein Wort übrigens fälschlicherweise als falsch markiert, zum Beispiel weil es ein Name ist, der einfach nicht im Wörterbuch von Word steht, so kannst du es nachträglich zu deinem sogenannten Benutzerwörterbuch hinzufügen. Nehmen wir an Schule, das ist natürlich falsch geschrieben, aber das wäre jetzt ein Name, der richtig geschrieben ist. Da kannst du mit einem Rechtsklick wählen, zum Wörterbuch hinzufügen. Das mache ich jetzt allerdings nicht. Und in Zukunft würde dieses Wort nicht mehr als falsch markiert. Nun gilt es also, diesen ersten Abschnitt genau zu korrigieren. Beachte dabei die Lösung im PDF. Beim zweiten Abschnitt, da sind die Wortabstände teilweise falsch. Du siehst hier, ist der Abstand größer. Ein bisschen besser kann man das beobachten, wenn man da unter Start dieses Symbol wählt, das heißt unsichtbare Zeichen anzeigen. Und jetzt siehst du, haben wir hier die sogenannten Absätze und für die Leerschläge so ein feines Pünktchen und hier sieht man deutlich, dass da zwei Leerschläge zwischen diesen Wörtern sind. Bei den Satzzeichen ist es so, dass das Satzzeichen unmittelbar auf das letzte Wort folgt und dass nach dem Satzzeichen dann ein Leerschlag folgt. Genauso hier beim Komma, also gleich nach dem Wort das Komma und nach dem Komma dann ein Leerschlag. Ja, auch hier gilt es nun, all diese überflüssigen Leerschläge noch zu löschen. Vergleiche auch hier wieder sorgfältig mit der Lösung.